Hallo Leute, heute habe ich einen coolen Amazon-Haul für euch. Ich bestelle ständig bei Amazon. Ich habe auch Amazon Prime und so und dann dauert es immer so einen Tag, bis die Sachen da sind. Ich bin da so ein richtiges Bestellopfer. Und ich zeige euch jetzt so Sachen, die ich in letzter Zeit bestellt habe, die ich sehr cool fand und stelle euch die mal vor. Also, legen wir los mit dem allerersten. Und zwar habe ich mir Zahnaufhellungs-Stripes gekauft. Ich hatte ja ganz früher mal so das Strap von Blendermate, die es aber schon seit Ewigkeiten nicht mehr gibt. Leider, 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 weil die waren ultra gut. Und jetzt habe ich gehört, dass das hier so ein bisschen die Alternative dafür sein soll. Und die probiere ich jetzt aus. Vielleicht kennt ihr ja von euch schon mal jemand. Dann könnt ihr mir das gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr die findet. Falls ich eine Review dazu machen soll, dann schreibt mir das natürlich auch gerne in die Kommentare. Dann machen wir weiter mit diesem Teil, beziehungsweise das ist nur die Hülle. Und der Inhalt, das war wieder sowas, was ich schon lange haben wollte und die dann immer nicht gegönnt habe, weil es halt echt teuer war. Und zwar habe ich mir eine neue Kamera gekauft. Mit der filme ich nicht meine normalen Videos, dafür habe ich immer noch die Spiegelreflexkamera. Aber diese Kamera ist super für unterwegs und zwar ist es die Canon G7X Mark II. Vielleicht sagt euch das auch was, die haben voll viele YouTuber und so. Und ich habe mir jetzt halt gedacht, ja komm. Ne? Man muss ja auch irgendwie qualitativ hochwertig bleiben hier auf YouTube. Und dadurch, dass bei jedem die Qualität immer besser wird, muss man sich anpassen. Und deswegen musste ich jetzt auch mal wieder ein paar hundert Euro für eine Kamera lassen, was schweineteuer ist. Aber ich verdiene ja auch mit YouTube Geld. Das wissen ja wahrscheinlich auch die meisten von euch. Und bei mir fließt das dann halt alles wieder in Ausrüstung. Also alles, was ich da habe, spare ich an. Und dann kaufe ich mir eine neue Kamera. Ja, von dem her bleibt da gar nicht viel übrig. Aber gut, extra alles für euch und ich bin ja auch voll so, ich fotografiere ja auch gerne und so. Von dem her ist das jetzt mal wieder, was das halt sein musste. Dann habe ich mir noch zwei Kleidungsstücke bestellt. Also ich habe auch noch andere Sachen bestellt, aber ich habe auch zwei Kleidungsstücke bestellt. Ich bestelle eigentlich nicht so oft Kleidung auf Amazon, aber ey, bei Amazon kann man alles zurückschicken. Voll oft auch kostenfrei und so. Und den Service finde ich mega geil. Und deswegen habe ich mir zwei richtig coole Sachen bestellt. Und zwar ist das einmal dieses Top hier. Das hat mir voll gut gefallen, weil das einerseits so mädchenhaft ist. Auch weil das hier vorne so Spitze hat und natürlich auch rosa. Andererseits ist es auch vom Schnitt her eher sportlich. Und ich habe ja jetzt wirklich angefangen, auch deutlich mehr Sport zu machen. Da kommt auch gleich noch ein Kleidungsstück, das da auch super dazu passt. Und mir gefällt es einfach mega gut. Und ich glaube, das ist richtig, richtig schön für den Sommer. Ja, apropos Sport. Ich habe mir noch so eine Sportleggings bestellt. Und zwar ist die hier unten ganz normal schwarz. Und der Bund ist so 90s-mäßig bunt. Und die beiden Klamotten hatte ich von dem gleichen Amazon-Online-Shop. Und zwar hieß das Intimuse oder Intimuse. Ihr findet sowieso wieder alle Links hier unten in der Infobox. Und es hat mir einfach mega gut gefallen. Und im Fitnessstudio mag ich es eigentlich eher schlicht. Aber so ganz schwarz ist auch langweilig. Und dann fand ich die ganz cool. Die musste dann natürlich auch sein. Und dann habe ich noch einen ganz großen Tipp für euch. Ich habe ja gerade Fake Lashes drauf und ohne Scheiß, die besten Fake Lashes gibt es auf Amazon, ja? Also Preis-Leistungs-Verhältnis brauchen wir gar nicht erst anfangen. Und zwar liebe ich diese Wimpern hier. Das sind 5 Paar. 2 davon habe ich jetzt natürlich schon verbraucht. Und zwar sind die von Adele, die Demi Wispies. Natürlich auch wieder Link in der Infobox. Und ich liebe die. Die kosten um die 10 Euro, aber da sind 5 Paar Wimpern drin und ich habe meine ersten Wimpern blöderweise beim Douglas gekauft, ja. Und da habe ich für ein paar beschissene Wimpern habe ich 7,95 Euro gezahlt. Und jetzt denke ich mir, ich kriege von genau der gleichen Marke 5 Paar. Also, ich kaufe die nur noch auf Amazon, zumal ich die auch echt am hübschesten finde von der Form und so. Von dem her, absoluter Tipp von mir. Noch ein Tipp für alle Selfie-Queens da draußen. Das habe ich auch schon in einem früheren Video schon gezeigt. Und zwar ist es ein Selfie-Licht, das man hier so ans Handy dran machen kann. Und es hat 3 Stufen. Einziger Nachteil ist, es piepst ein bisschen. Das heißt, für Videos ist es vielleicht nicht ganz so gut. Außer ihr legt nicht so viel Wert auf Tonqualität und so.
Aber für Fotos mega geil. Ich liebe ja so Ringleuchten sowieso. Und auf dem Handy macht es halt nochmal voll was aus, wenn ihr schönes Licht von vorne habt. Licht ist so das Wichtigste bei Fotos quasi. Also kann ich das echt nur empfehlen. Jetzt habe ich noch zwei Sachen. Das eine ist das hier. Ja, es ist nicht so hübsch und ja, es ist auch relativ schwer, aber das ist eine richtig krasse Powerbank. Und zwar kann man damit nicht nur einmal sein Handy aufladen, nicht zweimal sein Handy aufladen, sondern ich kann mein iPhone damit 8 bis 9 Mal aufladen. Das ist echt übelst krass. Also ich meine, das Teil dauert echt lang an der Steckdose, bis es mal voll ist. Aber wenn es mal voll ist, also ich komme eine Woche ohne Strom aus, ne? Und man kann 3 Sachen gleichzeitig laden, weil das 3 USB-Slots hat, was ich auch sehr cool finde. Wobei ich jetzt zum Beispiel kein iPad habe oder so. Aber man könnte zum Beispiel iPhone und iPad gleichzeitig laden. Von dem her ist das schon ganz nice. Und ich glaube, es hat knapp 30 Euro gekostet. Aber, hallo, 8 bis 9 Mal Handy aufladen. Kann man nichts sagen, ne? Und zu allerletzt habe ich noch was für Musikliebhaber. Und zwar habe ich mir Kopfhörer bestellt gehabt. Und zwar mag ich immer am liebsten so In-Ears, beziehungsweise so für unterwegs sind die halt klein, in die Handtasche rein und haben trotzdem relativ guten Sound. Und die hier waren relativ preisgünstig, ja. Ich habe auch noch von einer richtigen guten Marke auch welche. Und die haben echt vom Sound keinen Unterschied. Ich finde, dass die vom Preis-Leistungs-Verhältnis wirklich super gut sind und man die sich wirklich zulegen kann. Und die haben auch einen schönen Bass, worauf ich sehr viel Wert lege. Und haben auch einen recht schönen Klang. Und deswegen kann ich die auch nur sehr empfehlen. Ja, das war es auch schon wieder mit meiner Ausbeute. Ich hoffe, dass ich euch vielleicht ein paar Tipps geben konnte, wo ihr vielleicht irgendwas braucht. Oder auch nicht braucht. ihr findet alle Links zu den Produkten hier unten in der Infobox. Und sonst würde ich mich freuen, wenn ihr mir in die Kommentare schreibt, welche Produkte ihr davon jetzt cool fandet, welche ihr euch auch kaufen würdet und was ihr euch so auf Amazon bestellt. Ja, das würde mich mal voll interessieren. Und da würde ich sagen, sehen wir uns am nächsten Sonntag in meinem nächsten Video. Tschüss!